Okay, er greift sich den linken Fuß, verfehlt aber. Schnappt sich das nächste, has been torn, the mace. Okay, der Mace warf, den hat's erwischt. Der wurde verletzt. Das heißt, wir müssen Kohl irgendwie aussortieren. Kohl ist der, den es erwischt hat. Wie kriegen wir den denn jetzt separiert? Was machen wir mit Kohl? Erstmal Kohl bekommt ein eigenes. Kohl bekommt erstmal ein eigenes Squad. Und dann sperren wir den irgendwo ein. Und warten im Monat, ob der durchdreht oder nicht. Die Frage ist, wo sperren wir den ein? In seinem Zimmer. Also gut. Kohl. Ne, Kohl war das. Ne? So, das heißt, unter U und dann können wir jetzt ja nochmal. Ist ja egal. Militär. Du müsstest das sein. Du bist nämlich der einzige Kohl, den wir hier haben. Das heißt, ich nehme wir erstmal raus. Dann bist du jetzt hier ganz oben. Kann ich nicht einfach einen neuen? Er ist ja hier. Kohl, oh gosh, wie auch immer. N. Militia Captain. Da suchen wir jetzt Kohl. Da. Das ist unser neuer Militia Captain. Der führt nämlich jetzt. Keine Uniform. Genau, du bist lang, nackt. So, das ist Kohl. Das müsste auch jetzt der richtige Kohl sein. Nur nochmal nachgucken. So, das sehen wir ja theoretisch. Genau, er muss verletzt sein. Ist er auch? Wurde er gerade vom Werwiesel verletzt? Das müsste auch hier drinnen stehen, oder? Von wem? Nee. Aber das C-Squad ist jetzt sozusagen das Problem. So, finden wir, wo findet man eigentlich Kohls Zimmer? Kann man das Zimmer von dem eigentlich einfacher rausfinden, als das jetzt durchzugehen? Das Happys Zimmer, Limus, Donkas, Gogan. Kogan. Wofür packe ich in ein leeres Zimmer? Ne, nein, nein. Weil, ja, ihn da reinschmeißen finde ich jetzt nicht so schön. Ich würde ihn gern einmauern. Dafür muss ich aber sein Zimmer finden. Andere Etage wahrscheinlich, ne? Na, wo hat denn der sein Zimmer? Cool, da. Hier ist sein Zimmer. Das heißt, Squad C moved jetzt einmal hier rein. Wir entfernen die Tür. Und setzen eine Mauer. Also in der Theorie hat es unseren Chef nicht erwischt. Zumindest so wie ich das gelesen habe, ist der nicht verletzt worden. So, Squad C hat keine Lust zu arbeiten. Also auf seinen Posten zu gehen.
Ne, du bringst die Tür nur weg. Wo ist sie? Wo ist denn jetzt Quad C? SCM. Los, geh in dein Zimmer. Ich gönn dir ja dein eigenes Zimmer. Nur geh da einmal bitte hin. Wir haben einen Monat Zeit. Wir müssen das im Auge behalten. Ach, stimmt, da liegt einer. Hollow, kümmere dich mal bitte um den. Hollow ist nicht mehr da. Ich kann nicht mit dem schimpfen, ne? Der ist schon los. Ja, ihr bringt ihm Wasser, das ist nett. Schön, der blinkt direkt daneben. So, Arzt ist gerade da. Los, komm, gib ihm eine Krücke oder was auch immer und dann schick ihn da rüber. Da kommt der Arzt. Jo, Arzt ist da. Nochmal pflegen. Los, komm, das ist nur eine Fleischwunde. Hier rüber. Es dauert gleich noch lang genug, die Mauer zu bauen. Ich habe keinen Bock auf einen Werwieselangriff in meiner Festung. Apropos Werwieselangriff. Da brauchen wir jetzt keinen verurteilen, ne? Ne, den haben wir ja umgebracht. Na, los! Ich bin ja schon froh, dass wir es mitgekriegt haben, wer jetzt verwundet wurde. Also, Make Arsh has been completed. Der Job läuft. Ja. Es war noch ein Arzt bei dir. Es waren schon drei oder vier Ärzte bei dir. Jetzt wirst du noch verbunden. Wehe, du beißt den. Sind zig Leute bei dem angehenden Werwiesel. Der verbreitet das doch schon. Ich habe dem extra einen Squad gegeben, wo er theoretisch keine Rüstung trägt. Damit da ja nichts schief laufen kann. Aber er hat die Rüstung noch an und seine Waffe. Es ist so schlecht. Ach, jetzt gibt's schon rote Verbände. Ah ne, die werden gerade eingelagert. Ah, da gibt's jetzt noch eine Krücke. Ah, so ist gut. Ab an deinen neuen Posten. Hink mal los mit deiner Krücke. So, genau. Du machst jetzt das Bett entbluten. Gut gemacht. So, und du gehst jetzt bitte zu deinem neuen... Du soll... Wo gehst du hin? Nicht nach links abbiegen. Wo willst du hin? Das ist schon der vierte des Folgemonats. Irgendwann in den Ende der so 25, 26, 27 irgendwie ist der eine zum Vampir geworden. Kannst du bitte in dein Zimmer gehen? Nö. Was hast du vor? Ist doch der, ne? Ich finde so. Ja, natürlich ist er das. Kannst du... Der will nicht. Der will irgendwo hingehen. Was ist dein Auftrag? Store-Item in Bin. Gut, räum bitte noch dein Zeug weg, was auch immer das jetzt ist, was du da wegräumst. Ja, trag es noch in die letzte Kiste, die da irgendwo rumfliegt. Hast du gut gemacht. Und der andere Kollege macht das auch. Moin, Kamerad, moin, Kumpel, ich bin befördert worden und darf jetzt in meinem Zimmer Wache halten. Da... Und den anderen Kollegen Bescheid sagen. Jo, alles gut. Was räumen denn die Soldaten jetzt alle weg? Könnt ihr dem Kollegen nicht helfen? Der andere, das sind diese Captains, die sind alle so langsam. So, Cole geht jetzt in sein Zimmer. Gehst du jetzt in dein Zimmer? Ist immer noch Cole, ne? Genau, nicht, dass ich hier plötzlich gleich die... Commander durcheinander bringe. Geh ins Zimmer, lass dich einmauern und dann sehen wir uns nie wieder. Oder zumindest so lange nicht, bis du uns beweisen kannst, dass du kein Werwiesel bist. So, er ist auf dem Weg. Das heißt B, Shift, C, W.
gebe ja schon mal einen Auftrag. Aus. Du kriegst auch eine Marmorblockwand. Ja, rein da. Danke. Da. Es geht ja wieder weg. Willst du mich verarschen? Geh da in dein Zimmer, verdammt nochmal. Es geht ja einfach wieder. Dann brauche ich auch die Mauer nicht bauen. Achso, kann ich für cool auch machen. So, hier. Und was willst du jetzt? Pick-up Equipment. Ich habe gesagt, du sollst keine Rüstung tragen. Jetzt zieht er sich erst noch aus. Es ist der 8. des Monats. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Oh, wenn er wenigstens nicht verletzt wäre, ne? Dann wäre er wenigstens schneller. Wo läufst du denn jetzt hin, um dein Equipment abzulegen? Hä? Er hat sich einen Beutel geschnappt. Warum hat er sich einen Beutel da in der Ecke geschnappt? Was macht der? Station. Danke. Genau. Ich weiß nicht, warum da angeblich sein Equipment jetzt rumlag, aber er hat es aufgehoben. Er wird wahrscheinlich immer noch die coolsten Klamotten der Welt tragen, ne? Kann man jetzt nachgucken hier? Ne, hier nicht. Ne? Das war... Aha. Wo war denn das nochmal? Ach, ist auch egal. Ist mir ehrlich gesagt egal. Der soll da einfach reingehen und dann soll er sich einmauern lassen. Ich habe keine Lust darauf, dass die Festung wieder an Werwieseln zugrunde geht. Einmal reicht. Du. SCM. Wenn ich dich direkt ans Fenster, an die Mauer setze, dann will er anscheinend da warten. Gehst du da rein? Die Zimmer sind zu klein, ne? SCO. Vielleicht geht er ja selber in sein Zimmer, weil er müde ist. Ah, oh, das sieht gut aus. Oh ja. B, Shift C, W. Kann ich dich total priorisieren, als du bist der wichtigste Auftrag, den wir jemals hatten? Nee, ne? Kann ich leider nicht. So. Er ist jetzt wenigstens gerade in seinem Zimmer und macht schon wieder Feierabend. S, C, M. Bitte. Er bleibt da einfach stehen. Man kriegt hier nicht so genau dahin gesteuert, das ist das Problem. Ich überlege gerade den ganzen Gang hier zuzumauern. Weil da bleibt er wenigstens drin stehen. Oder ich gebe ihm hier unten einen größeren Raum. Unsere Händler hauen bald ab. Da kommt er jetzt mit seinem Marble-Block. Okay, ist egal. So, jetzt brauchen wir B, Shift C, W. Machen wir da, dann kann ich aber nicht den Marble-Block nehmen, weil sonst baut er von der falschen Seite.
Ich weiß, es ist jetzt schlimm, wenn irgendein anderer Zwerg jetzt da gerade schlafen möchte. Vor allem, ich dachte gerade, das kleine Zwergenkind läuft jetzt dahin. Los. Da kommt einer mit dem Block. Es ist aktuell kein anderer da unten in seinem Zimmer. Der Einzige, der in seinem... Okay, so. Der hat jetzt unglaublich viele Zimmer. S. C. O. Es ist halt die Frage... haben wir überhaupt noch freie Schlafzimmer? Wahrscheinlich nicht, ne? Und selbst wenn... wäre es jetzt sehr ungünstig. Ich müsste jetzt eigentlich die Zimmer frei machen. Also die 10 Zimmer frei machen. Um zu gucken, ja, damit die Leute hier... So, mache ich jetzt auch. Ich gebe die Zimmer frei, die sollen sich neue Schlafzimmer suchen. Weil die kommen jetzt ja eher erst längere Zeit nicht mehr wahrscheinlich zum Pennen in ihren Zimmern. Und wir haben Kohl jetzt erstmal eingesperrt in einer viel zu großen Ecke. Ich lasse das erstmal. Ich möchte jetzt gerne wissen, ob ich jetzt irgendwie in diesem Monat mitkriege, dass der sich dann sozusagen zu einem Vampir verwandelt. Zu einem Werwiesel verwandelt. Das müsste man ja mitkriegen. Wenn nein, werde ich ihn wahrscheinlich erstmal in einem der Gildenhallen einsperren. Die sind größer, da kann ich ihn reinsteuern. Werd dann nochmal warten. Und wenn er sich dann immer darauf den Monat auch noch nicht verwandelt, dann sehe ich das als okay an und lass ihn laufen. Wenn er innerhalb der 2 Monate nicht verhungert. also okay. Dann weiß ich jetzt für Sonntag, dass wir uns um unser Werwiesel- und Magma-Problem kümmern müssen. Das Werwiesel-Problem wiegt schwerer. Dann werde ich nämlich jetzt, glaube ich, für heute auch beenden. Es war halt stressig genug zum Schluss hier noch mit einem Werwiesel-Soldaten. Und ich hoffe, dass es der einzige ist, den es wirklich erwischt hat. Bei Scheffe sieht es ja so aus, als hätte seine Rüstung alles abgewehrt. Ich hoffe, das hat auch wirklich geklappt. Ansonsten haben wir hier am Sonntag ein Werwiesel-Problem. Aber das sehen wir dann. Ich freue mich, dass ihr dabei wart. Und werde dann jetzt Schluss machen. Wir sehen uns dann am Sonntag zum nächsten Warfortress-Stream. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.